Karl-Heinz Rummenigge hat beim FC Bayern einen sanften Umbruch angekündigt. Was das für Robbery am Ende bedeutet, das steht ja immer noch nicht fest. Ihr diskutiert jedenfalls schon wild im Bayern-Forum, wer die beiden denn ersetzen könnte. Hier mal ein paar Auszüge. Flowcash86 sagt, brauchen tun wir schon seit 2 Jahren einen Flügelspieler. Nun haben wir halt immer auf Sparflamme gekauft und deshalb einen Haufen an Zeit verloren. Ari Gold sagt, sich noch eine Saison vorne auf Robbery zu verlassen und auf die Entwicklung von Coman und Gnabry zu setzen, halte ich allerdings auch für sehr naiv. Das wäre dann eine Entwicklungssaison, in der man offensiv nicht in der Lage wäre, um die Champions League mitzuspielen und gleichzeitig kaum junge Spieler entwickelt. Von daher würde ich es ganz klar bevorzugen, dass man Thauvin oder Malcolm kauft, falls man sich bei Bailey eine blutige Nase holt. Apropos Bailey, da hat auch Pfeife seine Meinung zu. Bailey passt zu 100% in unser Anforderungsprofil. Das Risiko, dass er floppt, ist geringer als bei Thauvin oder Malcolm. Ich erwarte einfach, dass man konsequent ist und den Preis zahlt, der für Bailey aufgerufen wird, sofern er die Robben-Nachfolge antreten möchte. 2019 sollte eine weitere solche Saison spielen, ist der nicht mehr realisierbar, meiner Meinung nach. Bayern dann bringt noch einen anderen Namen ins Spiel. Mir persönlich wird an Yannick Carrasco gut gefallen. Der hat international schon gezeigt, dass er was drauf hat und hat bei einem europäischen Top-Club gezeigt, dass er Leistung aufrufen kann. Für eine Ablöse um die 50 bis 60 Millionen ist der schon mehr als eine Überlegung. Dremler Forever hat sich auch zu Wort gemeldet. Je länger ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir die Idee mit Di Maria als Lösung für einen sanften Übergang. Der hat seine Qualität über Jahre hinweg nachgewiesen, ist spielerisch über alle Zweifel erhaben und mit knapp 30 Jahren noch gute 3 Jahre voll funktionstüchtig. Di Maria würde einen sanften Übergang bedeuten im Sinne von, dass man immer noch hohe Qualität auf dem Flügel hätte und gleichzeitig weiter an Bailey baggern kann für 2019.